Verstehe, deshalb wolltest du unbedingt hierher. Besser. Na, damit du deinen Rivalen besser im Auge hast, nicht? Ich hoffe nur, dass du vor lauter Eifersucht nicht den Kopf verlierst und dann dein Projekt vermasselst. Keine Sorge. Du bekommst das Geld so schnell wie möglich zurück. Ja, und dann erzählst du mir hoffentlich endlich, wofür du 1,2 Millionen investiert hast. Sobald die Sache in trockenen Tüchern ist, ja. Sehen wir uns dann gleich in der Holding? Dann können wir den Carlson hier nochmal besprechen. Und danke nochmal. Gern. Sagt mal, Jungs, wann zieht eigentlich Lydia ein? Morgen. Kannst vollkommen abwarten. Ja, ich finde, sie sieht nämlich um einiges besser aus als ihr zwei. Aber keine Sorge, sie hat mich mehr von meiner besten Seite kennengelernt. Glaubst du echt, Gregor macht Lydia genauso schnell klar wie Miriam? Ja, eher nicht. Aber sie tut ihm ganz gut. Wenn er mit ihr zusammen ist, legt er nicht jeden Abend eine andere flach. Die Rede von Mr. Bombastic? Hauptsache, er wird nicht rückfällig. Du meinst? Ja, jobmäßig. Glaube ich nicht. Gregor hat doch genug Kohle. Ja, und bei einer Frau wie Lydia, vielleicht wird das sogar mal wieder was Ernstes. Lass uns doch gleich zu dir nach oben. Sag mal, siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Wann kann man dich hier nur loseisen, wenn man für dich bezahlt? Die Zeiten sind vorbei. Drei Kiba, zwei Latte, ein Wasser und eine Cola. Ja. Und? Was hört im Schneiders? Wisst ihr, warum Reiche so reich sind? Weil sie auf ihrem Geld hocken. Dann müsste man eher die Hand abpacken, bevor sie einem Trinkgeld geben. Ja, sei einfach freundlich zu Charlies Gästen. Das bin ich doch. Trotzdem muss ich gerade so einen Penner auf den Cent genau rausgeben. Dafür durfte ich mich auch noch ansabern lassen. Tja, sage ich nur, Augen auf bei der Berufswahl, hm? Sehr witzig. Kleine Tour durch die Clubs dann später noch, hm? Ich bin heute schon verplant. Aber doch nicht etwa mit diesem Heinz aus dem Fitnessstudio. Wie hieß der gleich? Timo. Ja? Wenn Sie noch an einem Job interessiert sind, dann kommen Sie doch morgen Vormittag in der Agentur vorbei. Frau von Anstetten. Also natürlich interessiere ich mich noch für den Job. Dann bis morgen. Ja, dann bis morgen. Ciao. Was denn für ein Job? Deutschlands nächstes Supermodel. Ja. Mann, wie soll ich denn sonst wissen, wie lange der 100-jährige Krieg gedauert hat? Das ist dein Problem. Du hast noch einen ganzen Nachmittag Zeit, es rauszufinden. Spaßbremse. Oh, was hast du denn hier drin? Bist du etwa schon zu schlapp für die paar Bücher? Wenn du letzte Nacht bei mir geblieben wärst, dann würdest du nicht so reden. Ich bin eben ein braves Mädchen. Das habe ich gemerkt, aber glaub mir, was nicht ist, kann hier alles noch werden. Lass mich das machen. Ich schaff das schon. Warum bist du eigentlich von zu Hause raus? Zu viel Stress. Am Ende war es unerträglich. Du hast aber gleich Glück gehabt, dass du hier was gefunden hast, ne? Das kam genau richtig. Trotzdem, ich kann nicht zulassen, dass du dich hier überschleppst. Das geht schon. Hey, zu zweit sind wir schneller. Ja, meinst du natürlich zu dritt, ne? Sag doch gleich, dass dir dein neuer Lover hilft. Oh, das sollte eine Überraschung sein. Nicht wahr, Schatz? Was willst du von dem? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Der ist nicht sauber. Du kennst ihn noch gar nicht. Ist doch egal. Dich dachte ich auch zu kennen. Und das war der Super-GAU. Hallo. Bin ich hier richtig beim Pub-Quiz? Richtiger kannst du gar nicht sein, geht gleich los. Kannst gerne bei uns im Team mitmachen, Tisch 2. Ausgezeichnet, danke. Gerne. So Leute, dann kann's ja losgehen. Also, das Quiz ist eigentlich ziemlich simpel. Ich stelle hier die Fragen und ihr schreibt eure Antworten auf die Zettel, die euch meine reizende Assistentin gleich austeilen wird.
Ja. Ihr kämpft aber nicht alleine, sondern ihr seid in Teams. Und das Team, was am Ende die meisten richtigen Antworten hat, das gewinnt. Ganz einfach. Na, du Supermodel? Von wegen. Weißt du, welchen Job sie mir gegeben hat? Hm? Den der Assistentin der Assistentin. Na, nimm's locker. Ich meine, bei Charlie hast du ja auch erstmal in der Küche angefangen. Danke, dass du mich dran erinnerst. So bist du zumindest schon mal im Dunstkreis der Models. Was wird das? Ein Malkurs? Gleich geht unser Quiz los. Ein Quiz. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Du kannst gerne bei Judith und mir im Team mitmachen. Okay, dann entgeht dir eben die Chance auf einen Hauptgewinn. Ah, also ich schlage vor, dass du das mit dem Schreiben übernimmst. Meine Sauklaue kann nicht mal ich entziffern. Du willst doch nur die Hände frei haben zum Trinken. Sieht so aus, als könnte dir noch einen intelligenten Mitstreiter gebrauchen. Ja klar, ich bin blöd, sie muss schreiben, du wirst denken. Bitteschön. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, okay, ich mach den Job. Aber nur, wenn sie mir eine Chance als Model geben. Okay. Gut, dann bis morgen. Ciao. Der 100-jährige Krieg dauerte 116 Jahre. Hm? 116. Woher weißt du das? Einer meiner Vorfahren war Diener bei Heinrich dem VI. Er wurde geköpft. Also auf keinen Fall 100 Jahre. Warum? Hattest du Geschichte, Elke? Nein, ich kenne meinen Bruder. Auf jeden Fall hat der 100-jährige Krieg nach Englands Niederlage dort kurz darauf die Rosenkriege ausgelöst. Wegen der ganzen beschäftigungslosen Söldner, die zurück auf die Insel sind. Jetzt sind wir voll, tut mir leid. Ich dachte, du findest das Quiz albern. Hey, ich will auch mal albern sein. Spiele ich eben alleine. So, zur Abwechslung mal eine einfache Frage. Nach welchem Tier wurden die Kanaren benannt? Na, was denn Namenskunde auch so eine Aswe-Geschichte? Ich habe in Harvard mal ein Seminar zum Thema Onomastik belegt. Und du? Sebastian, was soll das? Du, ich bin mal eine Weile zwischen den Kanaren, der Côte d'Azur und Marbella hin und her gependelt und den Namen haben sie von den Seehunden. Hm? Schreib das auf. So, noch zwei Fragen, dann habt ihr es geschafft. In welchem Land wurde denn der Panama-Hut erfunden? Wisst ihr es? Ecuador. Ja. Auf unser Schweinchen schlau. Nummer zwei. Zu welcher Gattung gehört denn die berühmte Bordsteinschwalbe? Hey, 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 das ist doch dein Spezialgebiet. Als Mann für gewisse Stunden kennst du dich doch bestens damit aus. Na klar. Also wenn du mal locker werden willst, ja? Ruf mich an. Du bist sowas von selbstgerecht. Erst machst du mich fertig und kaum, dass ich mal Spaß haben will, drehst du Eifersucht durch.